Ich habe jetzt die nächste Serie vor der Brust. Und zwar ist das der Fledermaus-Pullover Karin Murik YouTube. Den werde ich dann mit dieser Sockenwolle verhäkeln. Wie viel Laufmeter haben wir hier? Wartet mal, wo steht es? In weiß irgendwie steht es hier irgendwo drauf. Es sind, ich weiß, aber es sind auf 100 Gramm. Da meine ich, man kann es kaum lesen. Auf 100 Gramm 420 Laufmeter. Ja, und damit starten wir dann jetzt. Es ist für mich schon das zweite Teil. Und die Wolle schaut so aus im Knäuel. Jetzt machen wir erstmal den Anschlag. Jetzt machen wir einen elastischen Anschlag. Ich brauche für mich 100 Maschen für Größe 44, 46. Zwei Luftmaschen gemacht und dann geht es zurück. In diesen Querfaden hier. Luftmasche und feste Masche. Und so geht es jetzt lustig weiter. Immer in die Luftmasche hier wieder einstechen. Ja. Eine Masche. Das ist dann die Luftmasche und jetzt kommt die feste Masche. Und wie gesagt, ihr müsst immer schauen, dass ihr in die Luftmasche wieder einstecht. Und da dann eure nächste Luftmasche plus feste Masche häkelt. Und so häkle ich dann jetzt meine 100 Maschen. Gezählt wird hier. Ihr habt es jetzt so vor euch und ihr dreht es einfach nach oben. Dann habt ihr hier die schönen festen Maschen, die ihr zählen könnt. So, ich drücke mal auf Pause und mache mal meine 100 Stück. So, ich habe jetzt meine 100 Maschen angeschlagen. Jetzt, wie gesagt, drehen wir das Ganze nach oben. Erstmal machen wir drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen. Jetzt kippen wir das Ganze so, dass wir die schönen Maschen sehen. Stechen dann nicht in die allererste Masche ein, weil da haben wir ja gerade das Ersatzstäbchen rausgehäkelt. In die zweite auch nicht, weil wir müssen jetzt sofort das Muster einteilen. Erst in die dritte. Es ist am Anfang etwas schwierig alles, aber wir kriegen das hin. So, und da machen wir jetzt direkt zwei Stäbchen in eine Einstichstelle.
dann zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle, wo schon die beiden vorherigen Stäbchen drin sind. Ist alle nicht so einfach am Anfang. So, nochmal. Da müssen wir rein. Durchgeholt. Und nochmal. Jetzt machen wir dann keine Luftmasche. Zählen uns dann hier 1, 2 ab. Gehen dann ins dritte und machen da ein einfaches Stäbchen rein. Wieder keine Luftmaschen. Wir zählen 1, 2, 3 ab ins dritte, in die dritte feste Masche und wieder eine Gruppe. Heißt, zwei Stäbchen in eine Einstichstelle, zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Wieder zwei freilassen, in die dritte feste Masche ein Stäbchen. Wieder zwei freilassen, in die dritte feste Masche eine Gruppe. Einmal, zweimal. Eins, zwei. Gleiche Einstichstelle. Nochmal zwei Stäbchen. Und so geht es weiter bis zum Ende der Reihe. In die dritte feste Masche, Stäbchen. Dann kommen wieder die Gruppe. Immer in die dritte feste Masche einstechen. Immer, also egal ob ihr ein Stäbchen macht oder eine Gruppe macht, immer zwei feste Maschen freilassen und dann entweder das einfache Stäbchen oder eine Gruppe rein. In die dritte feste Masche dann. Jo. Das ist der ganze Zauber. Ich mache das jetzt mal zu Ende und dann melde ich mich wieder, wenn ich am Reihenende bin. Bis gleich. Ich bin jetzt am Reihenende. Bei mir passt das. Ich kann also hier nochmal in die letzte Schlinge mein Begrenzungsstäbchen sozusagen machen. Drei Luftmaschen wenden. Und jetzt, weil wir jetzt wieder auf der Hinreihe sind, jetzt wird hier zwischen diese Gruppen, wo die zwei Luftmaschen sind, einfach wieder eine Gruppe gehäkelt. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und dann mit dem einzelnen Stäbchen wieder keine Luftmasche dazwischen. Darum zu häkeln wir jetzt ein Reliefstäbchen von vorne, weil wir laufen auf der Hinreihe. Auf der Rückseite ist das dann ein Reliefstäbchen von hinten natürlich. Wieder hier unsere Gruppe, in die Gruppe von der Vorreihe. Und wieder ein Reliefstäbchen von vorne. In die Gruppe, neue Gruppe. Reliefstäbchen von vorne. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Reliefstäbchen von vorne. Ja, und so geht das weiter, die ganze Reihe. Ich melde mich wieder, wenn ich am Ende der Reihe bin. Ich bin jetzt
beim letzten Stäbchen von der Vorreihe, Ersatzstäbchen, angekommen. Da mache ich jetzt kein Reliefstäbchen von vorne, sondern steche einfach in die dritte Luftmasche von unten gezählt ein und mache da mein letztes Stäbchen. Jetzt geht es in die Rückreihe rein. Drei Luftmaschen wenden. Die Gruppen bleiben immer so. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Nur das Reliefstäbchen wird nun von hinten gehäkelt, heißt von hinten eingestochen, das Stäbchen nach vorne gedrückt und dann um das Stäbchen neues Stäbchen gebildet. Zwei Luftmaschen in die Gruppe. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Dann wieder von hinten um das Stäbchen herum nach vorne durchgedrückt. Also ne, so nach vorne. Das ist ja eigentlich nach hinten durchgedrückt, nicht nach vorne. So, dann das Stäbchen gemacht und weiter geht's mit der Gruppe. Ich zeige euch das mit dem Reliefstäbchen gleich nochmal, weil ich es jetzt eben falsch erklärt habe, aber ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Da ist es. Von hinten nach hinten durchgedrückt. Und Reliefstäbchen. Ja. Und auch auf dem letzten Reliefstäbchen, hier kommt dann kein Reliefchen von hinten, sondern einfach in die dritte Luftmasche von unten gezählt ein Stäbchen. Das war's. Und das macht ihr jetzt so lange mit die, das war, also das wird jetzt immer nur die Reliefstäbchenwände von vorne und von hinten dann halt eben auf den Rückreihen, je nachdem, ob Rückreihe, ob Hinreihe gehäkelt. Und das macht ihr jetzt so lange, dieses Muster, bis ihr euer Bündchen habt, was ihr möchtet. Also ich habe mein Bündchen 30 Reihen nach oben oder der Länge nach gehäkelt. Das wollte ich so für mich haben. Ihr müsst ja nicht 30 Reihen machen. Ihr könnt 15 Reihen machen. Ihr könnt 10 Reihen machen. Ihr könnt 5 Reihen machen. Ja, so wie euch das am besten gefällt. Alles klar. Bis dann, bis zum neuen Video.